Wir haben heute einen Gast hier im Bild. Ich weiß nicht, warum er jetzt hinter mir sitzt da. So, keine Ahnung. Hallo ihr Lieben! Wer meine Gewinnspielauslosung geschaut hat im Januar, der weiß, dass es diesen Monat noch ein Gewinnspiel auf meinem Kanal gibt. Und zwar ist das ein Gewinnspiel zu 3 Büchern vom Drachenmond Verlag. Und dieses Gewinnspiel verdankt ihr nicht mir, sondern einer ganz, ganz lieben Abonnentin von mir, der Carina. Carina hat beim Drachenmond Verlag Bücher bestellt und die sind ein bisschen beschädigt worden, weshalb der Drachenmond Verlag so freundlich war und ihr die Bücher neu zugeschickt hat. Und sie hat gedacht, weil sie einfach ein lieber netter Mensch ist, gibt sie mir die Bücher, dass ich sie an euch verlosen kann. Und ja, wenn ihr wissen wollt, was es für Bücher zu gewinnen gibt, dann bleibt dran. Die Teilnahmebedingungen sind wie immer die gleichen. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein. Wenn ihr jünger seid, brauche ich die Einverständniserklärung eurer Eltern. Ihr müsst Abonnent dieses Kanals sein. Ihr müsst innerhalb von Deutschland wohnen, da ich die Bücher nur innerhalb von Deutschland verschicke. Und eine Barauszahlung des Gewinnes ist natürlich nicht möglich. Falls ich jetzt irgendwas vergessen habe, dann schaut bitte unten in die Infobox. Dort stehen die Teilnahmebedingungen auch alle nochmal mit drin. So, das war jetzt der trockene Teil. Kommen wir jetzt erstmal zu den Büchern. Das erste Buch, was ihr gewinnen könnt, ist dieses hier, Monster Geek von Mai Raven. Und ich lese euch hier mal ganz kurz vor, worum es in diesem Buch geht. 45 Jahre in der Zukunft lebt Jasmine Diaz als Gildenjägerin. Im Untergrund verborgen spürt sie Vampire, Werwölfe und andere absonderliche Wesen auf und bringt sie zur Strecke. Ein ansehnlicher Sold führt Jazz von ihrer Heimatstadt Montreal nach Tschetschenien, wo seit 2 Wochen Kinder spurlos verschwinden. Obwohl sich Jazz einredet, diesen Auftrag nur wegen des Geldes anzunehmen, weiß sie, dass sie es für die Kinder und deren zerstörte Familien tun muss, da sie sie an ihr eigenes Schicksal erinnern. Vor Ort mischt sich der Polizeichef Peter in ihre Untersuchungen ein und zudem kommt ihr der hartnäckige Pfarrer Mathieu in die Quere, der heißer aussieht als gut für ihn. Damit bringen nicht nur die Monster, sondern auch die beiden Männer Jess gehörig ins Schwitzen. Ich finde, das klingt sehr, sehr interessant. Also eine Monsterjagd und eine Protagonistin, die es mit 2 Männern zu tun bekommt. Klingt nach einer coolen Mädchengeschichte. Um dieses Buch zu gewinnen, müssten wir einfach die Frage beantworten, wohin verschlägt es Jess auftragsbedingt? Wenn ihr mir genau zugehört habt, dann wisst ihr das jetzt. Ansonsten verlinke ich euch unten in der Infobox natürlich auch nochmal das Buch, dass ihr da auch nochmal nachlesen könnt. Und ja, was ich noch vielleicht sagen könnte, da es Bücher vom Drachenmond Verlag sind, sind diese alle von der jeweiligen Autorin oder dem Autor signiert. Und das finde ich bei dem Drachenmond Verlag immer ganz, ganz cool und ganz, ganz toll. Und ja, wenn ihr dieses Buch haben wollt, beantwortet mir einfach die Frage. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist Die Seelenspringerin, Abgründe von Sandra Florian. Ich weiß nicht, ob ich den Namen jetzt richtig ausgesprochen habe. Auch hier haben wir wieder diese leichte Beschädigung. Hier oben seht ihr diesen Knick. Aber auch den sieht man wirklich nur, wenn ihr das Buch aus dem Regal nehmt. Also wenn ihr es ins Regal stellt, sieht man das gar nicht. Und ich denke, wenn man das noch ein bisschen pressen tut, gehen die auch wieder fast weg. In diesem Buch geht es um Folgendes. Nicht unsere Worte machen uns zu besseren Menschen, sondern unsere Taten. Tess verfügt über die unkontrollierbare Gabe, in das Bewusstsein übernatürlicher Wesen zu springen. Ein Albtraum für jede junge Frau, da sie dabei Zeuge von Gewaltverbrechen wird, die sie jedoch nie verhindern kann. Mit einem Mal häufen sich die Sprünge und Tess ahnt, dass das kein Zufall sein kann. Sie vertraut sich dem Polizisten Jim an und hilft ihm schließlich bei der Aufklärung der Morde. Dadurch begibt sie sich so tief in die Welt der Übernatürlichen, dass sogar der Vampirgebieter Octavian auf sie und ihre Kräfte aufmerksam wird. Auch hier finde ich, dass das ganz, ganz toll klingt. Ich liebe ja Vampirgeschichten, ne? Also ich bin da ja echt ein Fan von und auch dieses Buch ist natürlich von der Autorin signiert. Und wenn ihr dieses Buch gewinnen wollt, müsst ihr mir einfach die Frage beantworten, wer ist das Oberhaupt der Vampire? Und das dritte und letzte Buch ist Ein Käfig aus Rache und Blut von Laura Labas. Und auch wie gesagt, hier ist dieses Buch natürlich von der Autorin wieder signiert. Und ich erzähle euch auch mal hier ganz kurz, worum es in diesem Buch geht. Mein Körper sehnte sich nach dem Tod und Verwüstung. Ich ließ ihn gewähren. Nach dem grausamen Mord an ihrer Familie wird Allison Talbot von ihrer Tante zur Jägerin ausgebildet. Von nun an streift sie durch die Rayons und tötet Dämonen, die die Erde erobert und zerstört haben. Allein der Wunsch nach Vergeltung treibt sie an. Eines Nachts wird sie von Dämonen entführt und zu Dorian Eskia gebracht, König einer der 21 Dämonenstädte, der ihr ein einzigartiges Training anbietet. Obwohl Allison ihm misstraut, nimmt sie das Angebot an. Fortan wird sie von dem Dämon Garrett trainiert, der sie nicht nur in den Wahnsinn treibt, sondern sie auch an ihrem Weltbild zweifeln lässt. Je mehr Zeit sie mit ihm verbringt, desto schwerer fällt es ihr, sich zwischen Rache und längst verloren geglaubten Gefühlen zu entscheiden. Oh mein Gott, das klingt auch so unglaublich gut, ne? Also das
Klingt auch nach einer ganz, ganz tollen Mädchengeschichte. Und auch hier zeige ich euch nochmal den Knick. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hier schon seht. Hier, das ist hier ein bisschen der stärkste Knick von allen. Und auch hier ist so hier oben so ganz minimal das Ganze hier so ein bisschen angeschranzt. Aber auch das ist nicht weiter tragisch. Also ja, also hier ist es wirklich der Knick am stärksten, wie ihr hier sehen könnt. Und wenn ihr dieses Buch gewinnen wollt, müsst ihr einfach folgende Frage beantworten. Zu was wird Allison von ihrer Tante ausgebildet? Und wenn ihr eins von diesen drei tollen Büchern gewinnen wollt, dann wie gesagt, schreibt mir einfach die Antwort unten in die Kommentare. Ihr habt 14 Tage Zeit für die Beantwortung. Ich schreibe euch das Datum, wann das Gewinnspiel endet, genau nochmal unten in die Infobox. Das weiß ich gerade nicht, bin gerade nicht so gut im Kopfrechnen. Ansonsten war es das erstmal von meiner Stelle aus. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück für das Gewinnspiel und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.